B1.2. Punkte A ein mit den Koordinaten x minus 0,25 x Quadrat plus 2x minus 2 auf B auf P und Punkte Bn x minus 0,5x plus 5 auf G haben dieselbe Abszisse x. Sie sind zusammen mit den Punkten Cn und Dn Eckpunkte von gleichschenkligen Trapezen An, Bn, Cn, Dn mit An, Bn parallel zu Cn, Dn. Die Höhen h der Trapeze haben eine Länge von 4 Längeneinheiten. Weiter gilt, die Länge von Cn, Dn sind 6 Längeneinheiten. Zeichnen Sie die Trapeze A1, B1, C1, D1 für x gleich 4 und A2, B2, C2, D2 für x gleich 8,5 in das Koordinatensystem zu B2.1 ein. So, nochmal das Wichtige rausfiltern. Wir haben den Punkt A, der liegt auf der Parabel P und Punkt B, der liegt auf G drauf. Wir haben dieselbe Abszisse x, sieht man, die x-Koordinate ist gleich. Sie sind zusammen mit den Punkten C und D Eckpunkte von gleichschenkligen Trapezen und es gilt, ANBN liegt parallel zu CNDN. Die Höhe ist immer 4 Längeneinheiten und weiter gilt, die Länge von CNDN ist 6 Längeneinheiten. Und jetzt haben wir ein Trapez einzeichnen für x gleich 4 und für x gleich 8,5. Also, schauen wir es uns an. Erstes Trapez, für x gleich 4 eingezeichnet. Wir schauen nach, wo ist x gleich 4, das ist an dieser Stelle. Und jetzt gehen wir einfach nach oben bzw. nach unten, bis wir auf die Funktionen treffen, also auf die Parabeln und auf die Geraden. Punkt A liegt auf der Parabel P, also ist hier der Punkt A zu finden. Und auf der Geraden liegt der Punkt B, also ist da Punkt B zu finden. So, jetzt muss man ein gleichschenkliches Trapez draus basteln. Was wissen wir noch? Die Höhe der Trapeze ist 4 Längeneinheiten. Ja, steht hier, Höhe h ist 4 Längeneinheiten. Was jetzt ganz Sinn macht, ist, da wir ja bei einem gleichschenkligen Trapez eine Symmetrieachse haben, die hier direkt durch den Mittelpunkt von AB hindurchgeht, ja, AB liegt ja parallel zu CD, würde es sich empfehlen, hier die Höhe immer reinzuzeichnen. Ja, also das ist nämlich meine Höhe, die ist 4 Längeneinheiten lang, geht also in dem Fall genau bis zur y-Achse. So, warum der Vorteil, wenn ich das so einzeichne, ja, wenn das die Symmetrieachse ist und ich weiß, die Strecke CNDN ist 6 Längeneinheiten an, kann ich jetzt von hier aus gesehen 3 Längeneinheiten nach oben gehen, 1, 2, 3 und 3 Längeneinheiten nach unten, 1, 2, 3. Und jetzt muss ich noch die Eckpunkte verbinden. Einmal B mit C verbunden und einmal A mit D verbunden. So, dann habe ich hier oben meinen C1, hier unten habe ich meinen D1. Sehr schön. Jetzt gilt es noch ein zweites Trapez zu zeichnen, nämlich für x gleich 8,5. Funktioniert ganz ähnlich. Ich schaue nach, wo ist x gleich 8,5. Nehme ich diesmal gleich das Lineal zur Hilfe. Oh, komm her. X gleich 8,5 habe ich an dieser Stelle. Also hier wieder nach oben bzw. nach unten, bis ich auf die Parabel bzw. die Gerade treffe. Und auch hier gleiches Spiel, abmessen, wie lang ist es, oder herausfinden, wie lang ist diese Strecke im Geodreieck zum Beispiel. Hier habe ich den A2 und hier habe ich den B2. Das sind 1, 2, 3, 4, circa 4,3 cm, die Hälfte ist 2,13, also liegt die ungefähr da. So, von hier gehen wir jetzt wieder 4 cm nach links, ja, also die Höhe von 4 cm wieder abtragen. Eins, zwei, drei, vier, lande ich hier, dann wieder 3 cm nach oben bzw. 3 cm nach unten. Zwei,
3. Hier landen wir knapp unter der Parabel. Und jetzt hier nach unten. 1, 2, 3. So, Eckpunkte verbinden. Und noch die Punkte selbst hinschreiben, C2 und D2. Und damit habe ich jetzt die beiden Trapeze gezeichnet und bin fertig.